Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. So, bevor ich jetzt mit den Hashtag Random Kart Fragen anfange, erstmal was den letzten Part betrifft, nämlich, ihr müsst halt wissen, ich habe ja am Ende des letzten Parts über ein Mega Pikachu geredet, ne? Was ich mir also wünschen würde vom Aussehen her und von den Fähigkeiten her und, naja, es gab da jemanden auf Instagram, der mich angeschrieben hat und gefragt hat, ey, kann ich dir ein von mir selbst erstelltes Mega-Pikachu-Bild zeigen? Und ich so, klar, hau raus. Dann hat er das gezeigt und ja, ich fand's cool gezeichnet und zwar so cool, dass ich mir dachte, komm, das blendest du jetzt mal ein. Und zwar genau jetzt, in diesem Moment. Ich hoffe es jedenfalls. So. Gut. Danke nochmal. Das war nämlich der gute Niewieder16 auf Instagram. Ich wüsste sonst nicht, wie ich ihn nennen sollte. Keine Ahnung. Tom heißt er, aber naja, sagt euch ja nichts, ne? Deswegen nie wieder 16 auf Instagram, wisst ihr Bescheid. So, ja, nachdem wir das geklärt hätten und ich vor dem Rennenanfang fast verkackt hätte, meine Flasche zuzumachen, können wir auch jetzt endlich anfangen mit Hashtag Random Kart, ne? Wisst ihr Bescheid. So, und jetzt wird es nämlich wieder so ein bisschen komplizierter, weil ich zwei Fragen vorlesen muss oder möchte, weil man die recht gut kombinieren kann. Ich weiß nicht, ob die beiden Halunken sich da abgesprochen haben, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass da Ähnlichkeiten vorhanden sind. Nämlich erstmal der gute Capoeirakt hat mich gefragt, Hashtag Random Cards, was war dein Lieblingsfach in der Schule? Und eine Frage von Ed Brauim, was mein Hassfach in der Schule war? Und ich finde, das kann man so gut kombinieren, dass ich mir das einfach mal gegönnt habe. Ne? So, ja, mein Lieblingsfach in der Schule war eigentlich immer so, ich weiß nicht, ich fand in der Grundschule Deutsch ziemlich cool. Dann in der Realschule war es Chemie. Und auf dem Gymnasium war es auch Chemie. Das Hassfach war allgemein eigentlich immer Mathe. Mathe. Wobei in der Grundschule habe ich noch Mathe gerne gemacht, muss ich ganz klar dazu sagen. In der Grundschule war das eigentlich ziemlich gang und gäbe, Mathe zu machen und Mathe zu mögen, bei mir jedenfalls. Ne? Und naja, Kinders. Danach wurde Mathe eigentlich immer zum Hassfach. Ja, und das muss man eben wissen. Gut, dann ist es gut, dass wir das jetzt gerade eben geklärt hätten, weil ohne diese Fragen hätten wir es sicher nicht geschafft, die nächsten Fragen durchzulesen oder sowas. Keine Ahnung, ich glaube wieder so ein bisschen scheiße. Kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, weil man auch gerade mir zuhört. Ja, definitiv ja. So, Kinders, jetzt die nächste Frage und zwar von @FireFelix. Er hat mich gefragt, also @Fire_Felix, ne? Ergibt sich, glaube ich, die Frage. Die hat sich, glaube ich, jetzt gerade erübrigt, ne? Gut. Okay. So, ja, seine Frage war, Hashtag Random Cards, wie sieht es mit Splatoon Tournament aus? Ich habe ja mal, für alle die das nicht wissen, was Splatoon Tournament ist, ich habe ja mal gesagt, yo, ich werde Ich habe ja mal gesagt, dass ich ziemlich Bock habe auf so ein Splatoon-Turnier. Wo quasi so 16 Mann mitmachen oder halt so viele wie möglich oder keine Ahnung. Muss man noch irgendwie schauen. Auf jeden Fall halt so ein Splatoon-Turnier mit Zweier- oder Dreier-Teams oder sowas. Und naja, man kann halt dann in diesem Turnier teilnehmen. Ja, das war die grobe Planung. Ne, es sollte auch was zu gewinnen geben, so eine E-Shop-Karte oder sowas. Weiß ich nicht, drei E-Shop-Karten oder so, für jeden halt eine. Irgendwie so. Habe ich erstmal grob geplant, so. Aber ich habe relativ schnell herausgefunden, dass mir noch die Zeit fehlt. Und naja, gerade so Leute, die immer so fragen, so, was ist mit Ground Wars? Was ist mit Community? Was ist mit Splatoon Tournament? Was ist mit dem Projekt, was du eigentlich noch bringen wolltest. Ja, wenn ihr euch meinen Kanal anschaut, seht ihr vielleicht, dass ich 8 Videos pro Tag bringe. Wenn nicht sogar noch mehr. Heute sind es wahrscheinlich wieder 10 bis 11. Und meint ihr vielleicht, ich hätte da den kleinsten Hauch Zeit, um für sowas aufzunehmen? Ich glaube, die Frage erübrigt sich gerade. Kann das sein? Ich glaube auch, ne? Gut. Dann ist ja gut, dass wir das geklärt haben. Ne, aber ihr müsst wissen, mich fragen immer wieder Leute so, was ist mit Ground Wars, was ist mit Community? Ich meine, ihr seht doch, was gerade auf meinem Kanal los ist, oder nicht? Ist da die Frage nicht komplett unnötig? Finde ich jetzt. Ich finde es zwar cool, dass ihr euch dafür interessiert und dass ihr darüber fragt und sowas und danach fragt und, naja, dass ihr halt erfahren wollt, was damit los ist.
finde ich cool, zwar cool auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist die Frage einfach nur nervig, weil sie oft kommt und weil man sich ja schon vorstellen kann, wie die Antwort ist. Weil man da quasi sieht, was auf dem Kanal momentan los ist und dass ich momentan einfach keine Zeit dafür habe. So. Diese Takte auch nur dazu, ne? Gut. Ich hoffe, die Frage hat sich jetzt aber auch ein für alle Mal erledigt. Weil es ist halt echt scheiße, so eine Frage jedes Mal zu beantworten und jedes Mal zu beantworten. Deswegen gehe ich auf diese ganzen Fragen auch gar nicht mehr in den Kommentaren oder so ein. Weil es einfach nur nervt. Wisst ihr Bescheid, ne? Gut. Jetzt nochmal eine Frage vom Fire Felix. Der fragt ja echt viel, Mensch. Und zwar fragt er, Hashtag RandomCard, ist das Let's Play zu Mario Tennis Ultra Smash Online beendet? Was glaubst denn du? ja, ist es. Ganz ehrlich gesagt, habe ich auf das Spiel an sich erstmal gar keine Lust mehr. So, vor allem, weil ihr habt mich ja im Online-Modus erlebt, ne? Ihr wisst ja, wie ich da drauf war, ne? Das hat so Anstalten angenommen, dass ich da halt in jedem Part rumgeschrien habe. Weil ich einfach, naja, keinen Bock mehr darauf hatte, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Es ist einfach so, wenn man nur auf die Fresse kriegt und, naja, du als Mario-Tennis-Neuling spielst so einen Titel, ich glaube nicht, dass es allzu perfekt für deine, naja, Psyche ist. Deswegen, naja, kommt es erstmal aus diesem Grunde nicht. Ich hätte es vielleicht sogar weitergebracht, wenn der nächste Punkt nicht passiert wäre, nämlich, dass meine Festplatte halt abgeschmiert ist und mit der abgeschmierten Festplatte, wo quasi alle Daten verloren gingen. Naja. Wie soll ich es euch sagen? Ohne es irgendwie böse zu meinen. Ja, die ist halt so abgeschmiert, dass mir quasi alle Dateien verloren gegangen sind. Das heißt auch alle Photoshop-Dateien. Ne, und mit den ganzen Photoshop-Dateien auch halt quasi wirklich jede Photoshop-Datei zu jedem Projekt, das heißt auch zu Projekten wie Mario Tennis Ultra Smash. Ne, das Thumbnail, das Grundthumbnail ist auch weg und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, da noch, naja, weitere Thumbnails für zu erstellen oder das Thumbnail neu grund zu erstellen. Habe ich keinen Bock drauf. Das wäre mir zu viel Aufwand und das möchte ich nicht da reinblasen in ein Projekt, wo ich sowieso nur rumschreie. Deswegen wisst ihr Bescheid, ne? Gut. Ja, keine Ahnung, es tut mir leid für die, die es geschaut haben, aber ganz ehrlich, das Projekt ist halt momentan so wie Clash Royale. Ich bin auch nach jedem Part abgefuckt und das war halt in Mario Tennis Ultra Smash nicht anders. Von daher gesehen, wisst ihr Bescheid. Gut. So, nächste Frage. Kommt von @randomlars1. Er hat mich gefragt, Hashtag RandomCard. Was denkst du, bis wann du solche Let's Plays wie Clash of Clans oder World of Warcraft aufnimmst, hochlädst? Ja, da das Endlos-Projekte sind, mein Lieber, werden die auch endlos hochgeladen. Macht irgendwie Sinn, oder? Also, ich sag mal so viel. So lange, bis ich halt keinen Bock mehr habe. Und das ist halt momentan bei beiden Projekten noch nicht da, dieser Kein-Bock-mehr-Moment. Wobei ich ja momentan sehr wenig WoW aufnehme, wie ihr sicherlich schon längst gesehen habt, aber ich würde sagen, ich verliere dazu auch gleich nochmal ein paar Takte. Weil das Projekt ist nicht ausgestorben, es ist noch da, es ist nicht abgebrochen oder sowas. Keine Angst. Also, ich habe das Ganze ja schon mal angesprochen, dass ich quasi WoW mit Mario streamen möchte. Und, naja, im Stream nehmen wir quasi auf. Und die Parts von WoW, die natürlich noch kommen werden, es wird nicht zu einem Stream-Let's Play, es wird zu einem, man kann sagen, Live-Let's Play, was quasi später, naja, nochmal so in dieser Form auf YouTube kommt. Ihr müsst halt wissen, wir werden das halt 2 Stunden pro, ich glaube, Woche oder so aufnehmen. Und dann kann man davon ausgehen, naja, dass dieser 2-Stunden-Content, den wir halt quasi in einem Stück im Stream durchspielen, naja, dass das halt pro Woche aufgeteilt wird. So, ich werde mir diese Datei runterladen, werde die cutten, werde sie rendern, werde sie hochladen. Das heißt, quasi aus so einer 2-Stunden-Aufnahme mache ich so 4 halbe-Stunden-Aufnahmen. So, so richtig klassisch, wie man das 2011 gemacht hat. Man nimmt so 2 Stunden am Stück auf und cuttet das am Ende so in, ja, Parts ein. Ne? So macht man es doch, oder nicht? Ja, ja. So richtig schon klassisch.
Ne, die Leute, die Bock haben auf so einen Stream, die gucken sich's im Stream an. Und alle anderen spielen es halt oder gucken sich's halt im Let's Play an. So einfach ist die Kiste. Naja, das auch schon zu dieser Frage. Jetzt eine Frage von Gina, also Jinchen 16101. Hashtag RandomCards. Wer ist eigentlich dein Lieblingsfußballer? Falls du überhaupt, ja, dich für Fußball interessierst. Momentan eher nicht so, aber so mein allgemeiner Lieblingsfußballer, den ich so eigentlich immer hatte, ich weiß nicht. Früher habe ich halt so Michael Ballack und Oliver Kahn gefeiert. Das war halt so die FC Bayern-Zeit oder die WM 2006-Zeit. Boah, war die geil. Alte Wildsau. Ja, momentan muss ich sagen, habe ich eigentlich gar keinen Lieblingsfußballer. Habe ich eigentlich gar nicht. Ne? Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Ich habe halt keinen Lieblingsfußballer momentan. Ich gucke halt keinen Fußball und interessiere mich dafür dementsprechend nicht. Aber wenn ich was sagen müsste, dann würde ich halt sagen, so okay, ja, Manuel Neuer ist cool. Oder sowas halt, ne? Die meisten aus der Nationalmannschaft sind cool. Reicht das als Antwort? Ich hoffe es. Das wäre es für MK8 Online mit Hashtag RandomCard an diesem Sonntag. Ich hoffe, Part hat euch gefallen. Ich habe nicht perfekt geredet, aber ich bin auch ein bisschen abgelenkt von. Ich habe heute viel Parts aufgenommen. Nicht böse sein, also tschüss, dann ja, Russisch sprechen. Mamuschka.